Hallo, liebe Xantnerinnen und Xantner. Im heutigen Interview erfahren Sie die Antworten auf die Fragen an den freien Kandidaten Rainer Groß. Hallo Rainer, du bist jetzt der vierte Kandidat in unserer Interviewreihe. Und auch dir möchte ich die Fragen stellen, die ich allen anderen auch vorher gestellt habe, damit die Leute sich ein Bild über eure Ziele machen können. Und ich würde sagen, stell dich doch erstmal vor für die Leute, die dich nicht kennen. Ja, mein Name ist Rainer Groß, bin 59 Jahre alt, vom Beruf Polizeibeamter, in Xanten geboren, in Xanten aufgewachsen und in Xanten wohnhaft. Ich bin getrennt lebend, habe zwei Pflegekinder, die mittlerweile aber groß sind und außer Haus. Ansonsten bin ich in Xanten in vielen Vereinen verwurzelt. Viele kennen mich sicherlich aus der Zeit der DLRG oder des Karnevals. Aber viele wissen dann auch nicht, dass ich in den Schützenvereinen in Lüttingen bin, dass ich in der Freiwilligen Feuerwehr im Förderverein bin, auch in anderen Fördervereinen in dieser Stadt. Ja, und ich mag diese Stadt und fühle mich hier sehr, sehr wohl. Bitte in einem Satz, warum möchtest du Bürgermeister werden? Weil ich für die Stadt Xanten und deren Bürgerinnen und Bürger etwas verändern möchte. Ich möchte mehr Transparenz und mehr Deutlichkeit und Bürgernähe. Und was denkst du, was prädestiniert dich für das Bürgermeisteramt? Ich bin davon überzeugt, ich bin ehrlich, ich bin offen, ich bin nah am Bürger, ich höre zu und ich, von daher denke ich, dass ich die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt vertreten kann. Und jetzt mal abgesehen vom Bürgermeisteramt selber, welche drei Eigenschaften schätzt du selber an dir? Zielstrebig, ehrlich, offen, das sind die drei Sachen. Was wäre denn im Fall des Wahlsieges das erklärte Ziel oder die erklärten Ziele in den ersten 100 Tagen als Bürgermeister und was wären die langfristigen? Also da mir die Finanzen der Stadt sehr am Herzen liegen, wäre es sicherlich eine Aufgabe in den ersten 100 Tagen die Finanzen zu überprüfen, zu schauen, wo wäre Einsparpotenziale oder wo muss man dementsprechend das Geld noch intensivieren, wo muss man investieren. Man muss sich erstmal einen Überblick verschaffen, man wäre neu in diesem Metier und ich glaube, man muss sich dann absolut einarbeiten in die Projekte, die im Moment aktuell Bestand haben und die jetzt schon durch den Rat auf den Weg gebracht worden sind. Langfristig ist es sicherlich so, dass wir in den Schulen und in den Bildungseinrichtungen investieren müssen, dass wir dort weiter vorankommen müssen. Wir werden in den Dörfern etwas tun müssen, weil die Dörfer ja einen sehr starken Bezug jetzt in unserer Stadt haben. Und von daher denke ich, dass das so die Weise, ein großer Schwerpunkt wird sein auf Dauer, auf längerfristig gesehen. Wir brauchen günstigen Wohnraum für Singles, für junge Familien und für Leute mit Kindern. Gibt es denn eine Entscheidung in der letzten Amtszeit des aktuellen Bürgermeisters, die du als neuer Bürgermeister gerne ändern würdest oder die du anders getroffen hättest? Also ich halte das für eine sehr schwierige Frage. Ich war in vielen Entscheidungen mit beteiligt in meiner Zeit in der CDU. Ich muss sagen, es gibt eine Menge Sachen, die ich ändern oder anders gemacht hätte. Allerdings jetzt konkret auf eins einzugehen und zu sagen, das hätte ich geändert, das hätte ich anders gemacht, das ist sicherlich eine Sache, die ich hier nicht so beantworten kann, weil im Nachhinein haben sich einige Sachen ja auch nur dementsprechend positiv gestaltet. Aber ich glaube, man hätte das eine oder andere, insbesondere die Mitnahme der Bürgerinnen und Bürger, mehr forcieren sollen und müssen. Und das wird sicherlich für die Zukunft auch ein wichtiges Themenbereich sein. Dann hört man in Xanten des Öfteren, dass gerade jungen Menschen hier wenig angeboten werde. Bist du auch der Meinung und was würdest du ändern, um Xanten auch für jüngere Menschen attraktiv zu gestalten? Da bin ich fest der Meinung, dass das genau stimmt. Das hat sich auch in den letzten beiden Kommunalwahlkämpfen gezeigt, dass die Jugend beklagt, dass für sie viel zu wenig zu tun ist. Wir haben mittlerweile im Kurpark Möglichkeiten, wo sich junge Leute aufhalten können. Aber die Aussage, die ich immer wieder bekommen habe bei den vielen Gesprächen mit jungen Leuten, ist die, dass das Sommerhalbjahr kein Problem ist. Da gibt es genug Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Das große Problem ist der Herbst und der Winter, wo man eben nicht im Freien sich dementsprechend aufhalten kann. Und da müssen wir für die jungen Leute etwas tun. Mein großes Ziel ist es, zusammen mit den Jugendlichen zu erarbeiten, was ist möglich. Ich bin niemand, der jetzt eine Disco oder ein Kino verspricht, aber ich bin fest davon überzeugt, mit den Jugendlichen kann man Sachen ausarbeiten. Wir haben ja gute Ansätze in der JKW,
Aber ich glaube, da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Aber dafür müssen wir die Jugendlichen mit ins Boot nehmen, denn nur sie wissen genau, was sie sich denn wünschen. Und dann liegt es an den Jugendlichen, dem Bürgermeister und der Politik, zu prüfen, was ist realisierbar, was ist umsetzbar. Aber wichtig ist, ja, für unsere Jugend muss mehr getan werden. Jetzt kommen wir zum Wohnungsangebot. Was gedenkst du oder wie gedenkst du, das Angebot an bezahlbarem Wohnraum positiv zu gestalten? Wir haben ja jetzt und auch in Zukunft noch einige Wohngebiete und Baugebiete, die wir schließen möchten. Für mich ist es unabdingbar, dass in diesen Bebauungsgebieten günstiger Wohnraum, sozial geförderter Wohnraum mit einfließen muss. Dass es nicht nur alleine um Einzelhäuser oder um Doppelhäuser geht, sondern wir brauchen dort auch Bereiche und Häuser und Wohnungen, die erschwinglich sind. Wir haben ja ein gutes Beispiel, zumindest in der Planung schon, in der ehemaligen Förderschule. Da sollen ja auch sozial geförderte Wohnungen eingebaut werden. Aber ich glaube, das ist noch zu wenig. Wir müssen deutlich mehr dafür tun. Denn wir haben, das hat ja letzte Tage auch in der Presse noch gestanden, der Wohnraum ist hier in Zanten sehr teuer. Die Wohnungen sind sehr teuer. Und da müssen wir unbedingt durch neue Planung, durch andere Planung dementsprechend Abhilfe schaffen. So, dann kommen wir zu der Frage mit Bildung und Schulen. Wie stellst du dir die weitere Vorgehensweise in Bezug auf Bildung und Schulsanierung vor? Also feststeht, wir müssen weiterhin in der Bildung investieren. Wir müssen etwas für die Schülerinnen und Schüler tun. Das ist unsere Zukunft. Und deswegen können wir da auch nicht zurückstecken. Wir müssen sehen, dass wir die Schule mehr digitalisieren. Wir haben in der Corona-Zeit jetzt gesehen, dass nicht alle Schülerinnen und Schüler über einen Laptop oder einen Computer verfügt haben. Sie waren teilweise abgeschnitten von dem Unterricht zu Hause. Da müssen wir dafür sorgen, dass die Schulen dementsprechend ausgestattet werden. Am sinnvollsten wäre es, wenn jeder Schüler, jede Schülerin einen Laptop zur Verfügung gestellt bekommen könnte. Aber, und das ist auch unbestritten, es ist in den letzten Jahren wenig an unseren Schulgebäuden getan worden. Wir haben in der Presse die dementsprechend Fotos verfolgen können. Auch an den Schulen besteht ein erheblicher Bedarf der Investitionen. Es muss sicherlich geprüft werden, in welchem Rahmen, welcher der drei Vorschläge, die erarbeitet worden sind, gearbeitet wird. Aber eine Sanierung ist das Minimum, was kommen muss. Aber es wäre natürlich deutlich schöner und besser, wenn das finanziell machbar ist, wenn wir auch dementsprechend neue Trakte bauen würden oder vielleicht sogar, wie in einem Vorschlag ist, eine ganz neue Schule zu bauen. Das hängt natürlich, und da dürfen wir auch nicht drüber weggucken, auch von den Finanzen ab. Apropos Corona, du erwähntest gerade die Corona-Krise. Diese Krise hat sich ja nicht nur auf die Kassen der meisten Geschäftsleute sowie vieler Bürger und kultureller Einrichtungen negativ ausgewirkt, sondern auch auf die städtischen Einnahmen. Hast du trotzdem schon eine Vorstellung, wie man diese Tatsachen im nächsten Haushalt kompensieren könnte? Ich glaube, das ist zu früh, da jetzt schon drüber nachzudenken. Fest steht, Corona ist noch nicht vorbei. Wir sind noch nicht am Ende. Ich befürchte, dass wir auch weiterhin minder Einnahmen und mehr Ausgaben durch die Corona-Krise haben werden im städtischen Haushalt. Das bleibt abzuwarten. Es bleibt abzuwarten, was der Bund, was die Länder dazu tun und die Kommunen zu unterstützen. Aber dennoch muss man in den nächsten Haushalten, und ich rede bewusst über mehrere Jahre, das ist sicherlich nicht im nächsten Jahr aufzuholen, muss man darüber nachdenken, und jede einzelne Ausgabe muss man auf den Prüfstand stellen, wobei ich ganz deutlich betone, das haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder gesagt, es darf nicht zulasten der Zandner Vereine und Jugendlichen gehen, aber wir müssen überprüfen, ob wir alle Projekte, die wir gerne hätten, ob wir die zeitnah umsetzen können. Es geht nicht darum, nichts zu tun, aber die Frage ist, kann ich das im nächsten Jahr oder erst im übernächsten Jahr machen? Und dafür müssen wir abwarten, wie sich die Corona-Krise in der nächsten Zeit entwickeln wird. Ja, das waren die Fragen, und wie alle anderen Kandidaten hast du jetzt 30 Sekunden Zeit, um die Bürger zu überzeugen, dich zu wählen. Ab jetzt. Liebe Zandnerinnen, liebe Zandner, ich bitte Sie um Ihre Stimme am 13.09. zum Bürgermeisteramt der Stadt Zanden. Ich bin transparent, ich bin offen und ehrlich. Ich möchte mit Ihnen ins Gespräch kommen, ich möchte mit Ihnen Sachen erarbeiten und ich möchte mit Ihnen diskutieren und auch im Notfall erklären, warum manche Sachen, die Sie gerne hätten, nicht gehen. Alles? Ja. Oh, hast noch 7 Sekunden über gehabt, aber ist egal. Ja, Rainer, dann danke ich dir für dein Statement. Gerne. Und für die Offenheit.
Und ja, wir haben jetzt noch, also das waren die vier Kandidaten, wir haben jetzt noch eventuell einen Kandidaten, der noch nicht hundertprozentig feststeht. Und ja, was mit Fox ist, müssen wir abwarten. Ansonsten sage ich schon mal danke. Bitteschön. Und wünsche noch einen schönen Abend. Ja, danke schön.